Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Legram Gärtner von den Unabhängigen Reportern. Und ich bin heute dem AStA-Kulturreferenten Marcel Schäfer auf der Schliche und möchte mal für euch ergründen, was er so alles im Monat Juli getan oder nicht getan hat. Kommt mit. Hallo, Marcel, bist du da? Ah, hallo Legram. Ich habe dich bereits erwartet. Gerne erzähle ich dir von meinen Tätigkeiten des letzten Monats. Wenn es genehm ist, würde ich einfach mal vorschlagen, wir beginnen bei den immer wiederkehrenden. Terminen. Dazu gehört zum einen meine wöchentliche Sprechstunde. Diese findet dienstags von 11 bis 13 Uhr statt und da habe ich ein offenes Ohr für diverse Anliegen. Seien es Kooperationsmöglichkeiten, Fragestellungen oder was ganz anderes. Diese Sprechstunde wird doch schon gelegentlich genutzt, meistens aber weniger, weil Leute diese Sprechstunde auf der Website oder ähnlichem finden, sondern weil man im Schriftverkehr oder in mündlichen Absprachen einfach nur einen Termin gesucht hat und da die Sprechstunde optimal passt. Der nächste Punkt wäre unsere Teamsitzung. Diese findet dienstags um 17.30 Uhr statt, im Semester wöchentlich, außerhalb des Semesters zweiwöchentlich. Und da besprechen wir allerlei Anliegen, die entweder das ganze Team angehen oder unterstützen andere Referenten beim Brainstorming oder ähnliches. So eine Teamsitzung kann mal schnell vorüber sein, sie kann sich aber auch teilweise sehr lange ziehen. Und wo wir gerade beim Thema Sitzungen sind. Als aufmerksamer Leser wird man festgestellt haben, dass auch ich Teil des 3-Teams bin. Und im Zuge dessen, weil das Projekt eben keine einmalige Sache ist, sondern noch viel mehr hintersteht, treffen wir uns wöchentlich Montag um 16 Uhr, um dieses Projekt weiter voranzutreiben. Möglicherweise ist da schon irgendwas weiteres in Planung. Seid gespannt. Es wird wieder 3. Nächster Punkt, Kulturlageverleih. Veranstaltungen auf dem Campus sind eine großartige Sache. Aber natürlich steckt dahinter noch viel mehr als einfach nur der AStA. Diverse Initiativen, Hochschulgruppen, Projektbereiche, Fachschaftsräte und ganz viele andere Studierende setzen sich dafür ein, das Campusleben irgendwie zu bereichern. Bei den meisten Veranstaltungen macht es keinen Sinn, sich entgeltlich Soundtechnik, Wasserschläuche, Garderobenständer oder Vergleichbares zu mieten. Darum bieten wir mit dem AStA Kulturlagerverleih eine kostenfreie Möglichkeit an, dennoch an dieses Equipment zu kommen. In mehreren Lagern haben wir inzwischen das meiste, was das Herz begehrt. Ich kümmere mich unter anderem um die Verleihanfragen, stehe beratend zur Seite und schaue, dass am Ende wieder alles da ist. Das entsprechende Formular dafür findet ihr übrigens unter asta.upb.de/service/downloads. Der letzte Punkt der wiederkehrenden Sachen sind die E-Mails. Ihr kennt sie alle, mit dazugehören Hilfestellungen, Fragen, Kooperationsmöglichkeiten oder einfach verschiedene projektbezogene Sachen. Ist es euch auch so warm oder geht das von mir so? Sehr schön. Jetzt, wo wir das aus dem Weg haben, kommen wir zur großen Veranstaltung des Monats. Rap am Campus. Ich will euch da gar nicht zu sehr mit den organisatorischen Details nerven. Da gab es natürlich die Klassiker, Anträge, Booking, Getränke, Leihmittel, Kostenkalkulation, Helfershirts, Schichtplan, die Terminverschiebung, Helferakquise, schriftliche Nachbereitung und vieles mehr. Übrigens, ich bin sehr froh, dass das Ganze hier gerade keine Präsentation ist, weil... Da kannst du nicht zehnmal in der Zeile kappen! Hintergrund der Veranstaltung Web am Campus war es, auch die Hip-Hop-Szene ein wenig zu beleben. Während wir beim Indie Open, beziehungsweise beim Philecto, respektive Indie und elektronisch unterwegs waren, wollten wir hier eben die Hip-Hop-Szene etwas ergründen. Und diese ist sehr breit gefächert und besteht bei weitem nicht nur aus Rap-Musik. Deshalb haben wir uns um ein breites Sortiment gekümmert, bestehend aus Breakdance, aus Graffiti, aus DJs und eben den MCs. Am Start fürs Graffiti war Someone. Er hat uns über 4 Stunden ein wahres Kunstwerk an die Wand gezaubert und ist am Ende sogar mit einem AStA-Logo versehen. Sportlich umher ging es beim Breakdance mit den Last Action Heroes. Sie haben uns einfach eine einzigartige Show hingezaubert. Übrigens, einer der Mitglieder ist sogar Vize-Europameister. Aber ich will darüber gar nicht zu viel erzählen. Schaut selbst. Erster MC des Abends war der Rapper Pimpf.
Einigen vielleicht aus Videobattle-Turnieren wie dem VBT bekannt, ist der Rapper, der in seinem Stil ein wenig an Prinz Pi erinnert, auch durchaus erfolgreich solo unterwegs. Ich bin ein Junge aus dem Mittelstand. Mir geht es gut, aber es fühlt sich beschissen an. Ich kotz mich aus über belanglosen Scheiß. Aber warum braucht das Leben für die Antworten Zeit? Kommen wir zum letzten Eck des Abends. Doki, ore ga akeru. Chotto. Ich hab nur Eintracht, die benutzt auf. Ich will nur Eintracht, die benutzt auf. Jeden Tag nur Eintracht, die benutzt auf. Ja, das war Juicy Gay. Aber keine Sorge, nicht alle Lieder sind so und in einem persönlichen Gespräch habe ich erfahren, dass er selber die 187 Straßenbande gar nicht so sehr feiert. Außerdem, bei einigen seiner Balladen konnte sogar ich mittanzen. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Und eine Frage, die bleibt. What did it cost? Everything. Weiter im Text. 11.07. Aktivenparty im Gehörsaal. Ich denke, das bedarf keiner weiteren Ausführung, es soll euch allen bekannt sein. Unser Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement an der Uni. Freie Getränke, frei Essen und einfach ein schöner Abend. 150 Leute aus diversen studentischen Gruppen durften rein. 150 Leute waren da. Es war geil. Bis zum nächsten Mal. A Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. me cobró el tío la... Die Partyterminvergabe für das kommende Wintersemester fand am 31.07. statt. Hier irgendwo ist der Plan und es klingt nach tollen Partys und ich freue mich auf sie. Na gut, dann sind wir ja soweit mit den größeren Sachen durch. Natürlich fallen innerhalb eines Monats auch sehr viele kleine Aufgaben an, die sich trotzdem auf einen beträchtlichen Zeitaufwand summieren. Diese im Detail zu besprechen macht, glaube ich, nicht ganz so viel Sinn. Vielleicht kennt ihr es aber auch selber und vertraut mir da. Tja, und die ist jetzt zu Ende. Ihr könntet also ruhig abschalten. Tschüss.